Hallo und herzlich willkommen, liebe Kiporanten. Heute beschäftige ich mich mal wieder mit Geistererscheinungen in einem Haus. Vielen Dank für diesen Tipp. Die Original-Videoquellen findest du, wie immer, in der Videobeschreibung. Ich habe eine Mail bekommen und darin stand, ich habe da mal eine Anfrage. Und zwar geht es um einen Clip, der von Ghost Pimple als echt angesehen wird, weil auch Dan von World of Mr. Grey nicht weiß, wie der Clip hergestellt sein könnte. Also echt Hollywood-mäßig. Ja, und da dachte ich an dich, ob du da mal einen Blick drauf werfen könntest. Geht um Clip Nummer 3. Ja, das mache ich doch mal. Wir schauen uns den Clip mal an. Also hier ist ein Haus und da drin sind dann solche Geistererscheinungen zu sehen, wie hier, das unter diesem Teller Decke und schwupps, weg ist sie. Dazu kommen wir dann später nochmal. Ich fange mal so mit den einfachen Sachen an. Hier diese Puppe, die dann verschwindet. Und dann sieht man hier, dass die gesamte Küche, es werden alle Schränke geöffnet und es ist natürlich niemand da. Bleiben wir mal erst bei diesem einen Clip jetzt hier. Es wurde auch schon von den anderen vermutet, dass hier irgendwo ein versteckter Schnitt sein müsste, aber der wurde nicht gefunden. Schauen wir mal, ob ich den jetzt hier nicht finde. Wir starten mal. So, jetzt hier geht die Tür auf. Lass das jetzt mal schön Bild für Bild durchlaufen. Dann sieht man hier diese etwas seltsame Puppe und die dann gleich verschwindet. Gucken, ob wir überhaupt sehen, wie sie verschwindet. Also ob da ein Faden kommt oder eine Hand, das habe ich gerade gar nicht so genau beobachtet. Wir schauen mal. Na. Jetzt müsste es doch mal langsam passieren. Ach ja, stimmt. Erst will natürlich der Filmende danach greifen und dann urplötzlich verschwindet die Puppe. Schauen wir mal schön Bild für Bild durch. Dauert ein bisschen, aber es wird gleich kommen. So, jetzt müsste gleich die andere Hand kommen. Da sieht man sie. Da kommt eine Hand. Hier unten sieht man sie, greift nach der Puppe und zieht sie dann am Fuß weg. Okay, soweit so gut. Dann schauen wir mal weiter. Irgendwo hier müsste ja jetzt ein Schnitt gemacht worden sein. Zwei Bilder, ach, hier sind sie schon. Zwei Bilder, die nicht hintereinander passen. Also man sieht, immer wenn ich ein Bild vorgehe, die passen irgendwie alle wunderschön zusammen, außer an einer Stelle, nämlich hier, passen die Bilder nicht zusammen. Völlig andere Einstellung. Viel zu weit auseinander, die beiden Bilder von der Bewegung. Jetzt die nächsten sieht man wieder schön Schritt für Schritt. Das heißt, wir haben den verdeckten Schnitt schon gefunden. Er ist exakt hier. Das heißt, hier hat man dann einen Schnitt eingefügt. Entweder hat man die Kamera die ganze Zeit dann hier so gehalten, während der andere Typ aus dem Schrank rausgelaufen ist mit der Puppe. Oder aber man ist hinterher nochmal die gleiche Szene durchgegangen, ist also nochmal hier hingegangen und hat die Tür geöffnet und versucht dann, die beiden Filme möglichst gleich zu gestalten. Was allerdings, wie man hier sieht, nicht gelungen ist. Denn hier sieht man eindeutig, dass hier ein Schnitt gemacht worden ist. Damit haben wir das erste Problem schon mal gelöst. Schönen Gruß an die anderen beiden Kollegen. Also, ihr hattet recht, ja, dort wurde schon vermutet, dass mit einem versteckten Schnitt gearbeitet wurde. Hier ist er. So, okay, dann schauen wir uns mal die anderen an. Ja, was hier jetzt alles passiert, ist völlig uninteressant, weil in der Zeit, wo dieser Schnitt war, da hätte man 3 Tage warten können und das ganze Haus umräumen können. Also völlig uninteressant. Dann schauen wir mal, wie es hier aussieht. Ah ja, hier sieht man einen Geist oder eigentlich ein Kind. Man sieht auch die Beine unter dieser Decke. Und dann wird das Tuch natürlich weggezogen. Dieses Mädchen, oder wahrscheinlich ist es ein kleines Mädchen, taucht immer wieder auf. Dann zieht man die Decke weg und tete, niemand da.
Sondern da wurde vermutet, ja, das muss ja irgendwie Hollywood-mäßig hier gemacht worden sein. Das ist schon nicht ganz so einfach, das stimmt. Insbesondere, da die Kamera sich hier auch bewegt, ist das schon ein bisschen aufwendiger, sowas hier zu erstellen. Aber wenn man sich jetzt mal hier diese Bilder anguckt, die sehen auch ziemlich bearbeitet aus hier mit der Decke. So. Hier ist die Decke ja noch normal und dann wird sie runtergezogen. Dann hat man hier nur noch Gewische. Dass wirklich durch die Decke kommt, die so schnell weggezogen wird, wage ich mal zu bezweifeln. Aber auch sowas kann man eigentlich, ja nicht relativ einfach, aber man kann das schon machen. Früher musste man das schön per Hand, Schnitt für Schnitt, dann die Person dahinter entfernen. Heute gibt es für sowas sogar schon Programme, die das machen. Ich möchte das mal zeigen an einem anderen Beispiel. Ja, jetzt weckt er seine Tochter und alles ganz schrecklich. Ich zeige das mal an einem Beispiel. Und zwar schauen wir uns mal diesen wunderschönen Clip an. Leute erschrecken vor unechtem Geist von Blattstratsch. Der hat auch nur 32 Abonnenten. Dieses Video hat aber trotzdem relativ viele Aufrufe. Warum? Weil es einfach ziemlich gut gemacht ist. Ich zeige euch das mal hier. Da kommt auch ein Geist angelaufen. Jeder weiß natürlich, klar, da steckt jemand drunter. Und wenn man jetzt hier guckt, sieht man auch, dass da jemand drunter steckt. Also auch ohne grünes Kostüm oder sonst was, was hinterher komplizierter rausgemacht wird, sondern nein, da ist tatsächlich jemand drunter. Aber der Gag an der ganzen Geschichte, der kommt natürlich jetzt erst. Zack, und niemand ist mehr da. Dann ist das Geschrei natürlich groß und sie laufen weg. Also wirklich witzig und cool gemacht, der Clip. Ich lasse den nochmal durchlaufen hier. Wenn man da meint, da müsste jemand drunter sein, zack, keiner da. Also vom Prinzip her genau das Gleiche, was wir gerade hier bei dem anderen Video gesehen haben. Bei dem hier. Was ist hier? Da, im Prinzip genau das Gleiche. Man sieht also auch sogar auch hier erst die Beine und beim Wegziehen ist dann da nichts mehr. Ja, wie kann man sowas machen? Könnte ich jetzt lang und breit erklären, aber ich zeige euch einfach mal eine Software, mit der das praktisch jeder machen kann, auch wenn er von nichts eine Ahnung hat. Und zwar ist das, diese hier müsste das, glaube ich, sein. Genau. ProDeadHide heißt diese tolle Software. Und ich zeige das mal hier in einem relativ einfachen Beispiel. Also hier ist das Ziel, dieses Flughafenfahrzeug zu entfernen, was eigentlich durch das Bild fährt. Das muss dann maskiert werden, dann gibt man das ein und sagt, okay, das muss ich dann wegmachen. Dann sucht man den Anfangspunkt von dem Fahrzeug und den Endpunkt von dem Fahrzeug und dann lässt man das da durchfahren und macht dann das Fahrzeug, maskiert das immer schön, macht das Fahrzeug weg. Hier ist natürlich eine Kamera, die auf einem Stativ steht, beziehungsweise eine Überwachungskamera, da ist das etwas einfacher. Das Programm muss ja wissen, was sich hinter dem Fahrzeug befindet. Das kann es hier relativ einfach, weil irgendwann ist das Fahrzeug weg. Und dann nimmt das Programm das, was hinter dem Fahrzeug ist und fügt es jetzt dann da ein. Und dann gucken wir uns mal das Ende von dem Lied an. Also der Schatten wird übrigens auch mit entfernt, da sieht man hinterher gar nichts mehr von. Gucken wir uns mal das Ende an, da ist das Fahrzeug noch. Und jetzt, wenn es dann durchgerechnet ist, kann man das dann mal durchlaufen lassen. Na komm, starte mal. Da ist dann noch an bei bestimmten Einstellungen machen, da sieht man das Fahrzeug. Jetzt rechnet es durch das Programm und dann hier ist das Fahrzeug komplett weg. Man sieht auch absolut keine Ruckler oder so. Hier vorne sah man jetzt gerade einen ganz kleinen Fehler, aber den habe jetzt wahrscheinlich nur ich gesehen. Das funktioniert schon sehr gut mit dieser Software. Also man kann, hier vorne war gerade ein kleiner Fehler, habe ich gesehen, da. Aber man kann das schon wirklich sehr gut machen mit so einer Software. Und nichts anderes ist auch hier in diesem, dem auch, aber hier auch in dem Clip gemacht worden. Dann gehen wir nochmal nach ganz vorne zur Anfangsszene, wo ich sagte, da komme ich gleich später nochmal drauf. Ja, hier bei dieser Szene vermute ich aber eine andere Vorgehensweise. Schade, dass hier oben immer die Schrift drin ist. Und zwar, ich vermute, dass unter dieser Decke jetzt hier keiner ist, sondern dass da einfach hier ein Kleiderbügel oder ähnliches drunter gemacht worden ist mit Fäden nach oben. Und dann lässt man die ganze Geschichte einfach los und dann fällt das in sich zusammen.
Das sieht mir auch sehr danach aus, dass es exakt so gemacht worden ist. Es wäre natürlich eine etwas einfachere Möglichkeit, wie man so einen Geist darunter verschwinden lassen kann. Also ich finde, man sieht schon hier diese Form ziemlich deutlich, aber weil die Schrift darum drin ist, ist leider nicht alles zu erkennen. Aber das ist auch noch eine Möglichkeit, wie man so einen Geist hier erschaffen kann, der dann in sich zusammenfällt. Hier haben wir das nochmal, also wirklich gut gemacht, überhaupt keine Frage, gerade mit einer bewegten Kamera ist das jetzt nicht ganz so einfach. Pro Dead Height hatte ich auch schon mal versucht. Bei einer stehenden Kamera macht das Programm das sehr gut. Wie gut das jetzt wirklich bei bewegten Bildern ist, kann ich gar nicht sagen. Das habe ich noch nicht ausprobiert. Aber auch da, wenn der Hintergrund irgendwann mal vorhanden ist, wird das Programm das schon ziemlich genau einfügen. Ob hier noch was kommt in dem Haus? Ja, hier. Hier ist nochmal eine Szene. Ich gehe nochmal ein Stück zurück. Die mit dem Schrank ist sehr uninteressant. Überspringen wir mal. Hier ist noch eine Szene. Da sieht man wieder, dass dahinter ein kleines Mädchen sitzt und die streichelt bzw. mit den Haaren spielt und dann ist sie weg. Auch hier wieder die gleiche Technik. Also einfach die Person wegmachen, entweder ganz mühsam Schritt für Schritt mit Maskierungen und den Hintergrund dann dahin machen oder aber man nimmt sich so Pro Dead Height, die Software macht das schon ganz gut. Ich gucke nochmal weiter, hier ist wahrscheinlich sehr ähnlich gemacht worden. Ja, hinten ist ein Schatten durchgelaufen, das ist auch kein großes, ach hier wieder, ja. Hier ist dann auch wieder irgendwo ein versteckter Schnitt, das ist wieder so eine ganz typische Szene, dass man erst vorgeht, zurück und dann ist das Mädchen aus dem Zimmer verschwunden. Wir gucken mal, ob wir den auch hier finden, den versteckten Schnitt. Hier ist das Mädchen und dann poltert diese Puppe deine Ecke oder wie auch immer. Und hier irgendwo bei der Drehung, da ist es am einfachsten zu verstecken, da wird so ein versteckter Schnitt sein. Das heißt, man hält die Kamera dorthin, kann dann das Mädchen ganz in Ruhe rausgehen, was auch immer dann gemacht wird. Ach, hier ist er schon wieder. Man hat also ewig Zeit, um das ganze Haus im Prinzip umzuräumen. Ich sagte gerade, da ist er schon wieder, ich habe es gesehen hier. Wenn man jetzt wieder Bild für Bild guckt, die Bilder passen alle irgendwie schon gut hintereinander, so, so. Und dann kommt dieses, das passt nicht. Da hätte also noch ein paar, dann sieht man hier wieder kleinere Schritte. Und nur an dieser Stelle ist ein großer Sprung. Denn also hier wurde wieder der Schnitt gemacht. Und dann konnte das Mädchen ganz in Ruhe weggehen. Also eigentlich alles ganz simpel, aber es ist schon wirklich ganz gut gemacht hier. Vor allen Dingen das mit diesem Geist und dem Tuch, das fand ich schon ganz witzig. Gucken, ob hier noch mehr passiert in dem Haus, ich weiß es gar nicht. Jetzt kommt das Gleiche nochmal, jetzt kommt das Gleiche nochmal. Ich glaube, hier kommt nichts Neues mehr. Da kommen nur die gleichen Szenen jetzt immer nochmal. Okay, dann war es das auch schon wieder für heute. Ich habe das Video jetzt nur mal genommen, weil wirklich auch die Kollegen hier, insbesondere World of Mr. Grey, die Videos gucke ich auch hin und wieder mal, der ist ganz witzig, der Typ. Und er hat angeblich gesagt, dass er nicht weiß, wie das gemacht worden ist. Ich habe jetzt nicht alle Clips bei ihm durchgeguckt, bis ich das gefunden habe. Aber wenn mir das per Mail so geschickt wird, dann glaube ich das einfach mal. Alle diese Videos sind fake. Mal mit einem einfachen, simplen, versteckten Schnitt. Also man hält die Kamera an und kann dann in der Zeit das ganze Zimmer umbauen. Oder aber mit Pro Dead Height vielleicht als Software, wenn man nicht so viel Ahnung hat. Oder man macht sich wirklich die Mühe und macht das per Hand, was auch möglich ist, aber schon sehr zeitaufwendig. Aber wie gesagt, diese Videos sind alle fake. So, ihr lieben Kipuranten, ihr wisst, dass ich mich über einen Daumen hoch und über niveauvolle Diskussionen in den Kommentaren freue. Das war's für heute auch schon. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche und tschüss, bis zum nächsten Video von Kipus Paranormal Scanner.